Willkommen zu Part Nummer 13 meiner Serie über Musikproduktion und heute ist es endlich soweit. Heute starten wir die Vocal-Produktion. Ich zeige dir heute am Anfang zwei wichtige Plugins, mit denen ich meine Vocal-Produktion immer starte und im Verlauf der nächsten Tage, da verspreche ich dir schon, wirst du sehr, sehr viel lernen. Ich werde dir genau zeigen, wie du diese präsenten, klaren, durchsetzungskräftigen Pop-Vocals hinbekommst, nach der mich immer so viele fragen. Ganz kurz zu Beginn, sehr wichtig, um gute Vocals zu bekommen, und das wirst du auch gleich sehen, ist wieder die Arbeit mit dem EQ. Und auch das Equalizer-Einstellen für Vocals macht vielen noch Probleme. Deswegen habe ich dir wieder ein PDF vorbereitet, in dem ich dir genau beschreibe, wie du in 5 Schritten den EQ für deine Vocals perfekt einstellen kannst. Den habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Unglaublich hilfreich. EQ für Vocals in 5 Schritten ganz einfach einstellen. Kannst du dir runterladen. Jetzt geht's los. Ich zeige dir, wie ich diese Vocalproduktion anfange. Hören wir mal in die Vocals einfach rein, wie sie jetzt so trocken klingen. I wish that I could hold your heart. Carry it gently in my hands. But my arms are just not strong enough. Die Vocalaufnahme ist sehr gut und diese Stimme hat irgendwas Gänsehautmäßiges, oder? Sie klingt sehr schön warm, sehr schön weich, also auch perfekt geeignet für solche Pop-Vocals und für diesen Song. Aber was du gehört hast, vielleicht jetzt in diesem kurzen Ausschnitt, ist, dass man Atmer hört. Ja? Und diese Atmer sind jetzt nicht so wahnsinnig laut. Und ich glaube, sie haben sie auch versucht, schon während der Aufnahme irgendwie leiser zu machen, durch Noise Gate oder was auch immer, meine ich, zu hören. Allerdings ist das Problem, wenn wir nachher diese Vocals hier komprimieren, werden wir automatisch auch die Atmer lauter machen. Und deswegen wende ich als erstes immer ein Plugin an, ein sehr nützliches Plugin von Waves. Und das heißt Deep Breath. Ich erkläre dir das jetzt nicht in aller Tiefe, weil ich habe über dieses Plugin selber mal ein Video gedreht. Das verlinke ich dir unten in der Infobox. Ich kann hier die Atmer einfach leiser machen von ihr. Und das probiere ich jetzt, dass wir praktisch die Atmer nicht mehr hören, sodass wir nicht in Gefahr laufen, wenn wir nachher komprimieren im nächsten Schritt, dass die Atmer dann zu laut nach vorne kommen, also wirklich störend auch nach vorne kommen. To hold what I don't understand. And if I knew you like you know me, well, maybe I could find a way. But this disconnect is fatal. Ich kann also hier so eine Art Threshold einstellen, wann er greift, und hier den Grad der Reduktion. Das heißt, wenn ich hier ganz runter fahre, dann hörst du überhaupt keine Atmer mehr. Und ich kann hier aber einstellen, wie weit das reduziert wird, das Atemgeräusch. Und ein bisschen Atmer möchte ich noch, gerade bei so einem Singer-Songwriter-Song, weil sonst klingt das wirklich sehr unnatürlich. Bei R&B wird man jetzt vielleicht die Atmer komplett weglassen, aber in der Produktion möchte ich es jetzt so belassen. Gut, okay, dann haben wir das schon mal gemacht. Und als nächstes kommt jetzt der Console-EQ. Das ist aus der Vintage-EQ-Collection von Logic. Du kannst das in jeder anderen DAW so nachmachen. Der Console-EQ ist eine Emulation eines Neve-EQs, also die in Neve-Konsolen verbaut waren. Und ich finde den einfach hervorragend für Vocals, weil du mit ihm Vocals, insbesondere auch Pop-Vocals, einen schönen analogen Vibe und Präsenz in den Höhen geben kannst, ohne digital oder harsch zu klingen. Das funktioniert mit dem wirklich sehr gut. Mit irgendeinem so neutralen EQ oder dem Channel-EQ jetzt klingt es sehr harsch, wenn du die Höhen anhebst, oder unnatürlich oftmals. Und ich habe festgestellt, dass mit diesem EQ das wirklich hervorragend klappt, diese klaren, modernen Pop-Vocals abzumischen. Meistens mache ich mit diesem EQ tatsächlich Boosts. Ja, das heißt, ich hebe bestimmte Frequenzen an. Ich mache es ganz gern so, dass ich mir so ein paar Startpunkte vorher einstelle, bevor ich tatsächlich dann abhöre. Was ich hier mache, ist mit diesem Mitgehen, dass ich um die 2 bis 3K wahrscheinlich anheben werde, um die Sprachverständlichkeit zu verstärken. Ich werde mit dem High gehen, der ist hier bei dem Console-EQ, ich glaube, auf 12K gefixt. Den werde ich anheben, um besagte Präsenz, die nicht harsch ist, diese Präsenz, die wir in den Pop-Vocals so mögen oder die da so verlangt werden, zu bekommen. Und weibliche Stimmen tendieren dazu, bei so um die 110 Hertz ein bisschen an Energie zu verlieren. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch hier ein bisschen anheben und dann wiederum bei 100 Hertz einfach einen Low Cut. Also ich habe den jetzt nicht blind eingestellt, sondern ich habe mir mal so ein bisschen so Startpunkte gegeben, bevor ich jetzt anfange zu mischen. Gut, ich mische die Vocals jetzt zunächst mal nur mit den Gitarren, damit ich sie gut hören kann, nicht im Gesamtmix.
und fange mal an, meine Einstellungen zu machen. Nur du wirst sehen, dieser EQ funktioniert wirklich ganz wunderbar. Also legen wir los. That could hold your heart. Carry it gently in my hands. But my arms are just not strong enough to hold what I don't understand. And if I knew you like you know me, maybe I could find a way. But this disconnect is fatal. Okay, Low Cut war jetzt gar nicht abgeschalten. Du hörst, da geht natürlich einiges. Also du kannst mit so einem Console-EQ, den gibt es natürlich nicht nur in Logic, gibt es ganz viele Plugins, die den emulieren, kannst du die Vocals schon jetzt auch ohne Kompression oder so richtig schön nach vorne holen. Und wie gesagt, was ich daran mag, ist diese weiche Anhebung, gerade hier in den Höhen, die wir in den Pop-Vocals so mögen. Was jetzt ein bisschen eine Besonderheit ist hier in Logic, ist, dass ich hier noch Vintage Saturation reinfahren kann. Das heißt, ich kann das Signal noch ein bisschen mit Obertönen einfärben. Das ist so eine leichte analoge Übersteuerung. Das möchte ich haben. Und deswegen versuche ich nochmal so ein bisschen von dieser Saturation hier reinzufahren. That could hold your heart. Extrem. Carry it gently in my hands. But my arms are just... Ein Trick vielleicht noch, habe ich vergessen zu sagen. Auch gerade bei diesen EQs, ein Trick ist, dass du keine Angst hast vor krassen Anhebungen, um einfach mal zu hören, was passiert eigentlich. Also das kann ich dir nochmal zeigen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ja, die Präsenzen extrem anhebe. That could hold your heart. Oder die Höhen. Carry it gently in my hands. Zu viel, ne? Also du kannst es ganz gut üben so. But my arms are just not strong enough. Megafon. To hold what I don't understand. Okay, also diese extreme Anhebung, einfach ist ganz gut zum Üben und dann wieder zurückfahren, so bis du dich wohlfühlst. Machen wir mal den Test im Gesamtmix. Ich lasse den Kompressor erst ausgeschaltet und dann schalte ich ihn zu. Du hörst also, wie die Vocals dir da schon so richtig entgegenspringen. Das werden wir nachher noch mit den Kompressoren dann morgen nochmal verbessern. Ich habe das Output-Volume jetzt ein bisschen runtergedreht, weil dadurch, dass ich nur Anhebungen gemacht habe, habe ich natürlich die Performance auch lauter gemacht. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen sie auch besser machen oder besser klingend machen und nicht nur lauter. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche EQs benutzt du? Hast du schon mal mit so einem Console-EQ gearbeitet? Überzeugt dich hier dieses Prinzip, diese schönen, warmen Anhebungen? Wie machst du das bei deinen Pop-Vocals, um diese schöne, poppige Präsenz zu bekommen, nach der alle so gieren, irgendwie dieses präsente, klare, aber trotzdem wahre High-End? Wie machst du das? Das interessiert mich sehr. Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte, oder über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Tutorial. Da geht es dann um die Kompression. Viele Grüße aus Alicante und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann! That could hold your heart.